Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Asa. Ich sitze hier schon wieder auf meinem Baryonyx, gut gelevelt und diesmal mit Fischfleisch im Inventar. Wir müssen ja nochmal das ein oder andere Höhlentier zähmen, zum Beispiel Arthropleura und auch einen, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, einen Onyx. Schnell wieder zurück zur Base, die ist ja nicht so weit, das sind ja nur 300 Meter. Genau, den Onyx, den zähmt man mit Fleisch, also beide zähmt man erstmal passiv. Das heißt, nichts mit Betäuben und dann betäubt halten und Futter reinstecken, sondern bei vollem Bewusstsein. Deswegen habe ich mir auch kompletten Ghillie geholt, beziehungsweise ich muss die Schuhe nochmal kurz austauschen, denn die sind nämlich noch Pelzschuhe, so, zack. Und auch wenn das Oberteil aussieht, als ob es irgendwie ein netter Strickpulli ist, ist aber auch ein Ghillie drunter. Das ist das eine. Dann, wie gesagt, der Onyx, der frisst Fleisch passiv, ja, muss man ihm passiv zustecken. Und was bist denn du? Du bist ein Mädchen, ne? Dann bist du die neue Molly und wir benennen wollte ich dich. Ich behalte immer die mit dem höheren Level. Keine Ahnung, ob die theoretisch mehr Fleisch geben, wenn man sie denn mal schlachtet, aber wir sehen ja, dass hier drüben trotz gelevelt eins dabei ist, das weniger hat. Na gut, jetzt natürlich gleich nicht mehr, aber ist egal. So, wo geben wir denn das rein? Ist ja auch eigentlich wurscht, wir werden das sowieso schlachten, aber ich will es halt nicht schon vorher schlachten. Denn wenn ich es vorher schlachte, ist es ja durchaus möglich, dass ich so weit bin, dass ich mir so eine Onyx holen kann, falls da überhaupt einer dabei ist, der okay ist, sagen wir mal. Dann kann das ja auch durchaus sein. Jetzt bin ich zu schwer für das andere Schaf. Meine Güte. So. Deswegen Weight ist immer ganz, ganz wichtig, damit die mich überhaupt mal so ein bisschen tragen können. Wie sieht's jetzt aus? Na gucke, jetzt kannst du dich doch bewegen. Perfekt. So, dann kommst du da drüben mit hin. Siehst du, da hat er nämlich schon ein höheres Level. So, ich tue mir nochmal hier, also das war das eine, was ich vergessen hatte. Das Schaf wird geschlachtet zu dem Zeitpunkt, wo wir es brauchen. Und das andere ist, ich brauche auch wieder so ein Kram. Denn wir wissen ja, dass da drin gerne die Tollwut verbreitet wird. Wo habe ich denn jetzt eigentlich den Baryonyx gelassen? Doch, bestimmt hier vor der Tür, oder? So, und damit wir unsere Tollwut möglichst schnell wieder heilen können, nehmen wir natürlich auch Antidote mit. Ich hoffe, der Baryonyx passt da überhaupt überall rein. Sowohl bei der Fledermaus, beim Onyx, als auch bei der Arthropleura, bei diesem Riesentausendfüßler, lege ich jetzt keinen gesteigerten Wert darauf, dass das irgendwie eine möglichst hochlevelige Kreatur ist. Ich meine, es wäre so gewesen, dass bei der Arthropleura das egal ist, welches Level, ein Breath of Enlightenment, also ein Erleuchtungstrank, reicht immer, um die zu zähmen. So ähnlich wie beim Schaf und dem Kuchen. Da mag ich mich jetzt total irren. Aber schon allein deswegen würde ich nicht das Maximum an Level nehmen, was ich eventuell finde, sondern halt die erstbeste, die einigermaßen alleine ist. So, wow, der Iguanodon hat eine geile Farbe. Was ist denn hier für ein Theater? Zack, zack, zack. Wir gehen hier in unsere Höhle rein. Da waren wir jetzt ja nun schon wirklich ziemlich häufig. Meinetwegen können wir hier auch wieder ein Artefakt rausholen, wenn wir denn soweit kommen. Ich will definitiv hier nochmal speichern. Ja, demnächst findet ja auch das Valentinstags-Event statt. Das ist natürlich eine gute Methode zum Züchten. Und da werde ich mal gucken, ob wir nicht vielleicht hier mit den Rexen, die wir haben, oder vielleicht kriegen wir bis dahin ja auch nochmal, also zum Zähmen allerdings auch, wenn man da Bonus-Raids drauf bekommt. Ne? Wenn man züchtet, da kann das sein, dass die Tiere so eine Tafel Schokolade, so eine Packung Pralinen fallen lassen. Und mit diesen Pralinen kann man halt Tiere zu 50% zähmen, wenn man die denen aufzwingt. Also ihr betäubt ein Tier, oder wahrscheinlich geht es auch mit Passiv, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ihr habt ein Tier betäubt, ihr packt dem das Futter rein, was er ansonsten gerne frisst, und so eine Packung Schokolade, und die zwingt ihr dem auf. Und dann ist das Tier schon zu 50% gezähmt. Das heißt also, so richtig nervtötend langwierige Zähmprozesse sind damit in relativ kurzer Zeit getan. Sowas wie ein Terizino oder ein Giganotosaurus, ja. Das zum Beispiel. Also es gibt natürlich auch noch andere nervige Tiere, aber vor allem diese eben. Und das ist natürlich mega cool. So,
Das heißt, ich weiß jetzt nicht mehr, ob man da auch irgendwie, ob das Züchten auch schneller ging. Also auf offiziellen Servern sicherlich schon. Auf dem eigenen weiß ich nicht. Kann sein, muss nicht sein. So, dann gab es auch nochmal einen richtig fetten Patch. Da hatten sie gesagt, dass sie also ist mir schon aufgefallen, dass viele von den Items, nicht alle, aber viele von den Items, die ich beim Weihnachtsevent gewonnen habe, zum Beispiel auch der Skin für die schöne Werkbank, die waren weg, nachdem das Event beendet war, beziehungsweise ich es deaktiviert habe. Also ich hatte es immer noch runtergeladen, aber ich habe es halt deaktiviert. Und beim Thanksgiving-Event vorher, da war das nicht so. Also zum Beispiel den Pullover, den wir anhaben, wobei ich glaube, die Klamotten, die hatte ich da auch behalten. Aber ja, der Skin war weg und so. Und das haben sie jetzt behoben, dass das wohl nicht mehr so ist, aber ich habe die Skins trotzdem nicht wiederbekommen. Also die waren weg und sind auch immer noch weg. Aber es ist natürlich gut zu wissen, dass wenn dieses Event nochmal stattfindet, dass die Dinger dann da bleiben. Kann ich zumindest nicht mehr hoffen. Ich kann es ja jetzt nicht überprüfen. Gerade die Skin von der Werkbank, die war wirklich schön. Die hätte ich eigentlich ganz gerne behalten. Aber ja, ich hatte zwei Stück davon und die sind jetzt beide weg. Ich hatte auch einen von der Schmelze. Also vielleicht sind die irgendwo da in dem Inventar. Das kann natürlich sein, da habe ich jetzt so genau nicht nachgeguckt. Also bei kosmetischen Items waren sie jedenfalls nicht. Und auch einige von den Chibis sind weg oder vielleicht sogar alle. Wir hatten ja einen Hyänodon-Chibi mit so einem Weihnachtsgeweih. Ja, da ist zum Beispiel eine Atropleura. Genau, und das war dann nicht mehr da. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ich kann ich glaube ich noch nicht sehen. 50. Ja, zumindest schon mal kein Herz. Aber ich weiß nicht, ob sie alleine ist. Ne, da ist eine Spinne davor. Und die kommen meistens früher, die Spinnen. Die Atropleura haben nicht so ein... Na, guck da. Da kommen sie nämlich. Die Atropleura haben nicht so eine hohe Aggro-Range. Und die da oben, also wenn ich jetzt alle Spinnen weg habe, sieht es ja fast so aus, als wäre die eventuell alleine. Das wäre ja toll. Dann könnten wir nämlich überlegen, ob wir die da oben nur schon mal zählen. Mir fällt gerade ein, wir sind gar keine Fledermäuse in der Höhle, oder? Ja, das macht ja nichts. Ein Glück haben wir das Schaf nicht gleich getötet. Also hier kommt man an Atropleuras, aber alles andere... Na, ich will nicht zu nah rangehen, also nicht, dass der jetzt dann doch aggro wird. Ich meine, es gibt ja noch mehr, aber der ist so schön einzeln da oben. So. Der da oben, glaube ich, nach wie vor alleine. Wenn ich mich nicht irre. Ja, die sind schon wieder so dermaßen voll hier. Ich habe den Kram eingesammelt. Nee, Käferchen, ich habe eigentlich gar nichts gegen euch. So. Ja, da waren ja noch zwei Spinnen. Eigentlich. Ich werde jetzt nochmal von hinten gucken, ob da nicht vielleicht doch irgendwie Atropleura ist. Ja, kommt mal alle her. Wir wollen nicht, dass wir dann anfangen mit Sam und dann machen die uns hier irgendwie das Leben zur Hölle. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da tatsächlich eins reicht. Noch ein Käfer. Warum seid ihr heute alle so aktiv? So. Ja, genau. Oh, hier kommt sie nicht mehr weg. So, dann würde ich mich nämlich versuchen, da oben an die Rand zu schleichen. Das ist natürlich auch sinnvoll, wenn man... Oh, das ruckelt und zuckelt hier. Wenn man möglichst von hinten rangeht. Also das heißt tatsächlich von der anderen Seite. Bisher ist sie schön, schön alleine. Scheint so zumindest. Das heißt, du musst mal kurz hier weg.
und J. Wir nehmen die 3, unser Bug Repellent. Das hier ist das Breath of Enlightenment, habe ich aus irgendeinem Loot, Tatsache. Und jetzt versuchen wir uns mal da irgendwie so ranzuschleichen. Wahrscheinlich müssen wir dann sogar noch ganz auf X. So, jetzt krieche ich, ja, ich liege jetzt wirklich am Boden. Das Blöde ist, dass hinten bei der nicht ganz hinten ist, sondern irgendwo in der Mitte, wo man den füttern kann. War zumindest immer so. Ja, im Prinzip da, wo der Namenstag ist, wenn ich mich nicht irre. Ha! Wie nennen wir dich denn? Arthur. So. Na wunderbar. Da haben wir doch mal wieder ein Tier gezähmt. Okay, ist ein Mädel. Egal, heißt jetzt eben trotzdem Arthur. Ich habe jetzt leider kein... Steh mal auf. Kein leeren Kryopod und auch kein Sattel dabei. Die kann man reiten. Ja, die haben einen Sattel. Ach man, nein. Follow. Naja, wenn er jetzt stirbt, ist auch egal, oder? Follow, du dummes Ding. Egal, wir brauchten den nur für unsere Errungenschaft. Ich habe, glaube ich, noch nie irgendwas mit einer Atropleura gemacht. Kann ich mir jedenfalls nicht dran erinnern. Weg von meinem Tier. Geh weg von dem. Herrschaftszeichen, das gibt's doch nicht. So, du kommst mal mit Arthur. Weiblicher Arthur. So, sehr schön. Okay, das heißt, ich muss aber noch in eine andere Höhle für Fledermäuse. Hier gibt es ja gar keine Fledermäuse. Stimmt ja. So, Arthur ist leider da an irgendeinem Stein stecken geblieben. Deswegen gehen wir jetzt nochmal kurz zurück. Ich habe tatsächlich einen überragenden Arthropleura-Sattel schon gefunden. Und ich hoffe, er ist noch da. Nicht, dass er irgendwie jetzt runter oder hochgebackt ist, aber das werden wir gleich sehen. Mhm. Was killed. Jupp. So viel dazu. Ist wahrscheinlich irgendwo durchgebackt oder so. Och nee. Na gut, dann brauchen wir den Sattel auch nicht. Egal. Wir haben ihn für unsere Errungenschaft, beziehungsweise es ist ja eine Sie gewesen, für unsere Errungenschaft haben wir den gezähmt. Das können wir uns auch gleich hier nochmal angucken. Ja, wenn wir hier jetzt in diese Explorer Notes gehen, bei der Helena, dann ist Atropleura war tatsächlich das erste der Tiere, die hier drin stehen, das wir noch nicht gezähmt hatten. Da, Atropleura, in dem Kringel ist ein Häkchen, das heißt, wir haben die gezähmt. Damit haben wir unseren Soll erfüllt für die Errungenschaft. Du hast alle Tiere gezähmt, behalten durften wir ihn nicht. Tja. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, weiß nicht, ob der nach oben gebackt ist und von einem Tier getötet wurde. Dann hätte es ja wahrscheinlich da gestanden. Oder ob der nach unten durchgefallen ist und dann irgendwie ertrunken ist oder in irgendwie, was weiß ich, Lava oder sonst was eingegangen ist. Das ist eine 40. Das ist echt schön. Tolle Farbe. Naja, wie dem auch sei. Ich habe, wie gesagt, mit denen noch nie großartig was angefangen. Deswegen ist das jetzt nicht so ein Drama. Ich würde mich dann einfach aufmachen in die nächste Höhle und da versuchen wir unser Glück eben noch einmal und zwar mit einem Onyx. Genau. So, da sind wir. Wir sind an der Upper South Cave. Wir waren ja gerade an der Lower South Cave. Also, um genau zu sein, hier, ja, wenn es euch interessiert. Da unten stehen die Koordinaten. Hier ist der Eingang zu dieser Höhle. Und finster. Gucken wir mal, dass wir hier irgendwie einen Onyx, also eine Fledermaus erwischen, die irgendwie so alleine unterwegs ist. Also wahrscheinlich müssen wir erst ein paar vernichten, aber vielleicht gibt es irgendwann mal irgendwo eine, die dann alleine ist. Das wäre ja ganz nett. Und dann müssten wir die auch mal passiv zähmen. Ich habe jetzt mal geguckt, Megalania, also laut Dododex, frisst der türkise Kibbel. Ich habe hier, wie gesagt, eine Tabelle, da steht das auch drin. Ich habe aber auch eine andere, da steht lila Kibbel. Tja, deswegen musste ich mal nachgucken, was es denn nun ist. Und es sind tatsächlich die Türkisen, was ich ein bisschen krass finde, weil, mein Gott, also türkise Kibbel, das ist das Krasseste, was man haben kann. So krass ist das Tier nun auch wieder nicht, ne? Also, weiß jetzt nicht,
ob das gerechtfertigt ist. Also lila hätte ich jetzt gar nicht so unwahrscheinlich gefunden, einfach aufgrund der Gefährlichkeit, ne? Also, ja. Ist klar, ist praktisch, dass man mit der so an der Decke langlaufen kann und den meisten Feinden davon kommt. Aber ich meine, guckt euch das mal an, ob ich hier jetzt an dieser Decke oder hier am Boden laufe, macht ja nun echt keinen Unterschied. Ich greife mich trotzdem alle an. Deswegen verstehe ich immer nicht so ganz, warum das unbedingt sein muss. Egal. So, Baryonyx, wir klettern hier durch. Wir kommen hier nicht durch. Na gut, zur Not, ich komme auch so runter. Eigentlich sieht es so aus, als ob der hier durchpasst, aber offenbar passt er nicht. Kommen wir da wieder raus. Dann springen wir hier halt runter. Das ist ja kein Death Floor oder irgendwie so. Eventuell finden wir ja hier noch ein paar von meinen Dingsbums wieder. Ah, da sind doch Onyx. Von meinen Dimorphodons wieder. Denn die, mit denen sind wir ja hier drin gewesen. Hi! So. Jetzt heißt es, oh je. Also der ist nicht so tot, weil wir schon so viele Feinde bekämpft haben, sondern weil ich schon so viel runtergefallen bin. Ich bin auch auf dem Weg hierher irgendwie 3-4 Mal runtergestürzt. Aber das ist natürlich nicht so cool, wie man sieht. Und das alles nur, weil der da nicht durchpasst. Oh, ich sehe nichts. Gar nichts. Und wir passen schon wieder irgendwo nicht durch. Ja, diese Höhle ist offensichtlich für den Baryonyx nicht so geeignet. Diesmal habe ich aber Fisch dabei. Tada! Also erstmal hochheilen. So, Fisch habe ich jetzt aufgegessen. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht nochmal irgendwo runterstürzen. Es gibt hier echt viele Passagen, wo der nicht durchpasst. Das ist natürlich schade. So, gehen wir mal hier den Schlenker. Ich hoffe, das war es jetzt nicht schon mit Fledermäusen. Also ich glaube, aha, da. Tja, das Blöde an der Sache ist halt, die kommen halt einfach nicht alleine, ne? Also die sind selten mal irgendwie alleine. Gut, die hier stecken irgendwo im Felsen fest. Die werde ich wahrscheinlich noch nicht mal erwischen. Wo ist der andere? Keine Ahnung. So. Okay. Eine Schlange. Gibt es noch welche? Ich sehe sie schon, aber auch ein paar andere Viecher. Ja, wie gesagt, wir brauchen unbedingt einen alleine. Das sind ja sowieso schon wieder mindestens zwei. Das Dumme ist halt auch, man kann ihn kaum separieren voneinander. Ja, wenn ich jetzt einen schieße, dann kommen sowieso beide. Und selbst wenn ich mit meinem Bug Repellent oder so gut wie unsichtbar dann für die bin, spätestens in dem Augenblick, wo der eine gezähmt ist, greift der andere ja an. Ah, nee. Ich dachte, wäre vielleicht doch das Glück. Aber nee. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist irgendwie wegrennen. In der Hoffnung. Der verheddert sich dann hier irgendwo und ich kann mir den dann später holen. Na, jetzt wissen wir, da ist ja einer alleine. Keine Ahnung, welches Level. Weil wir wissen, da ist einer alleine. Boah, man sieht nichts. Also das ist keine gute Kreatur für diese Höhle. So. Ich habe nicht den Eindruck, dass der mir jetzt noch folgt.
Gut, wäre natürlich, ich würde ihn mal irgendwo hören oder sehen. Ich steig mal kurz ab. Irgendwo muss er ja sein. War doch hier, ne? Da flattert er. Ich nehme Bug Repellent. Obwohl, war jetzt gar nicht so clever. Wir müssen erst das Schaf töten. Ich brauche ja erstmal Fleisch. Logischerweise. So, wir nehmen die Axt. Wir gehen hier drauf. Wir sagen Slaughter. Bam. Weg ist es. Wir sammeln Fleisch ein. Das wird, der wird nicht so wahnsinnig viel brauchen. Ich werde einen guten Teil davon jetzt hier erstmal kurz in den Baryonyx tun. So. Dann ist wenigstens nicht alles vergammelt. Und ich selber nehme das hier drauf und wir gehen wieder runter und gucken mal, ob wir die vielleicht irgendwie bekommen. So, wir haben Bug Repellent drauf. Das hält auch noch 500 Sekunden. Ja, mit Schleichen ist jetzt natürlich schwierig. Ich muss ja da hoch. Oh, 125. Sogar auch noch ziemlich gut. Okay, mit Springen funktioniert's. Okay, cool. Ja, nice. Das heißt, das müssen wir jetzt ein bisschen abwarten, bis der wieder will. Wait until it's hungry again. Na, das sehe ich, aber ich... gut. Flieg mal irgendwo hin, wo es nicht so hoch ist. Stehen bleiben! Fliegt der immer noch weiter? Der soll mal stehen bleiben, bitte. Wo will denn der jetzt hin? Normalerweise bewegen die sich ja eigentlich nicht, ne? Stehen eigentlich immer still. Typisch, wenn ich mal was machen will, findet man wieder das einzige Tier, was irgendwie dumm ist. Aber habt ihr gesehen, wie nah man da rangehen kann? Im Prinzip habe ich den ja eigentlich schon berührt. Wenn er wenigstens immer die gleichen Kreise ziehen würde. Okay, immer noch nicht. Aber mal abgesehen davon, ich brauche ja auch Fleisch hier. Haben wir den? Hat er mich bemerkt? Ja, irgendwie hat er mich bemerkt, glaube ich. Na, das ist natürlich ungünstig. Das sollte er eigentlich nicht. Jetzt haben wir ihn halt doch zu sehr berührt. Ja, weil der halt nicht stillstehen kann. Warum steht er nicht still? Blödes Vieh. Wie gesagt, normalerweise bewegen die sich überhaupt nicht. Jetzt sieht es ja so aus, als ob er sich wieder nicht bewegen würde. Und wieder in der gleichen Ecke. Na super. Also sehe ich es wenigstens ab und zu mal. Vielleicht reicht das ja. Okay, jetzt wollte er wieder. Allerdings ist er auch schon wieder in der Zwischenzeit aggro auf mich geworden. Und wie ihr seht, er hat sich auch schon wieder irgendwie bewegt.
weswegen ich ihn schon wieder nicht sehen kann. Aber theoretisch müsste es jetzt ja schneller gehen. Da ist es wieder ab und zu mal. Ja, ich weiß nicht warum. Also jetzt bleibt er eine ganze Weile da, dann bewegt er sich ja doch wieder. Na jetzt, da ist es immer mal. Okay, er hat es bekommen. Cool. Ah, ich befürchte aber, wenn das so weitergeht, dann müssen wir den doch hin und wieder, müssen wir zwischendrin nochmal zum Baryonyx und da irgendwie was holen. Vor allem müssen wir natürlich auch unser Bug Repellent im Auge behalten. So, die kann man sich nicht auf die Schulter setzen. Die folgen euch einfach nur. Ihr könnt auch nicht drauf reiten. Es gab ja erst sehr viel später bei Fjordur eine Fledermaus, auf der man auch mal reiten konnte. So, ich glaube, noch eins schaffen wir wahrscheinlich nicht, ne? Nee, schaffen wir nicht. Ich hole mal vom Baryonyx Fleisch. Lass mich durch. So, das heißt, wir brauchen den, na, zweimal noch, ne? Ja, komm, hier, guck mal, das hält deutlich länger. Okay, cool. Schnell wieder zurück. Wahrscheinlich will er jetzt auch gleich wieder. Aber ich warte ganz kurz noch, bis mein Bug Repellent aufgebraucht ist, weil das ist nämlich in 8 Sekunden auch vorbei. Man kann die, glaube ich, konnte man die stacken? Ne, kann man nicht. So, jetzt kann ich das auch wieder nehmen. Wichtig, wichtig, sonst greift er mich ja dann doch an. Oh, klasse. Da komme ich ja nicht mehr ran, oder? Oh nein, das darf jetzt nicht wahr sein, ey. Wieso hast du dich jetzt schon wieder bewegt? Ha, doch, ich komme ran. Vielleicht sogar dauerhaft. Dass man das einfach immer nicht sehen kann. Wenn ich mich hinhocke, wird es aber auch nicht besser. Da war es doch wieder. Raw Mutton. Ich hab's doch gerade gesehen. Und da will er nicht wieder. So ein Scheiß. Schnell weg. Schnell, habe ich gesagt. Schnell, habe ich gesagt. Ah, da ist er. Ja, weil der sich ja immer an so diese blöden Löcher da hinten versteckt. Ja, jetzt bewegt er sich auch wieder die ganze Zeit. Müssen wir den halt schneller kriegen, bevor der aggro wird, ne? Yes! Da haben wir ihn! Juhu! Onyx! Auch noch ein echt gutes Level. Wunderbar! Wieder ein Tier mehr auf der Zähmliste, das wir gezähmt haben. Achso, ja, nee, folgen musst du mir natürlich. Das war jetzt Quatsch, was ich gemacht habe. Ich mache immer nicht folgen und passiv sein, aber ist ja Quatsch. Er soll mir ja folgen. Cool, haben wir gepackt. So, ich muss selber auch mal was essen. War nicht so ganz so einfach. Arthropleura ging leichter, weil die eben nur ein Futterchen brauchte. Und der hier hat er jetzt 8 Stück gebraucht. Ja, puh. Und dann war er halt immer an so Stellen, wo man eben nicht rangekommen ist. Okay, cool. Jetzt haben wir doch eine ganze Menge von diesen nervtötenden Höhlenkreaturen. Wir gehen mal mit dem so weit, wie es eben geht. Es ist leider nicht sehr weit. In der Hoffnung, die Fledermaus folgt. Ja, tut sie. Also auch die brauche ich jetzt nicht für irgendwas. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, schön hier durch. Oh Mann. Wow, ruckel, ruckel. Das erinnert mich daran, dass wir mal speichern sollten.
So, und wir nehmen immer schön den Weg, der nach oben führt. Denn wir wollen ja hier wieder raus. Okay, tja, wie gesagt, es gibt noch eine Höhlenkreatur, die wir brauchen. Das ist dann aber die Megalania. Und die ist ein bisschen schwieriger. So, brauchen wir hier noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Wir können dem hier mal irgendwie Fleisch reintun. So, dich kryore ich ein. Machst du irgendwas? Nee, machst du natürlich nicht. Na, wir kommen nicht sehr viel weiter. Na, eigentlich dürfte hier oben ja auch nichts mehr sein. Oh nee! Wir müssen doch den blöden Baryonyx rausschmeißen. Es hilft ja nichts. Ich sehe nichts. Warum sind die Viecher hier so schnell wieder nachgespawnt? Ja, und der ist auch tot. Und warum bist du tot? Weil keiner hier auf mich hört. Weil niemand sich einfrieren lässt, wenn er eingefroren werden soll. Na gut, egal. Ich würde sagen, scheiß drauf. Uns ging es nur darum, die Dinger zu zähmen. Wir brauchen sie für gar nichts. Ich kann keine 2 mm weit gucken. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich sehe nichts. Rein gar nichts. Null. Ätzend. So, ja. Also, beide Höhlenkreaturen, die wir gezähmt haben, haben wir auch direkt gleich wieder verloren. Noch in der Höhle. Das würde ich als wenig erfolgreiche Zähmaktion bezeichnen. Hier passtest du wieder nicht durch, ne? Interessant wäre ja, ob da irgendwie eine Möglichkeit hat, hier drum rum zu gehen. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, der kann springen. Ne, ne. Vergiss es. Ne. Nee, alles umsonst. Also muss ich mich hier irgendwie anderweitig wieder rausfummeln. Es ist so ätzend. Ich hasse das, wenn Tiere irgendwo durchpassen. Oh, nee. Das ist also den gleichen Weg nochmal. Ja. Gut, alles klar. So ist das dann halt. Ich darf den... Ja, natürlich. Doch, jetzt, das geht jetzt auf einmal. Ist egal, ich renne hier jetzt einfach durch. Es wird jetzt schon nichts mehr großartig kommen. So. Wir müssen ja eigentlich nur an dem Baum vorbei, den Rest konnte er ja. Ja, komm, egal, ich renne durch. Wow. So, und damit wären wir wieder zu Hause und wir stehen hier vor unseren beiden neuen Tieren, Arthur und unserem unbenannten Onyx. Die haben direkt hier, also nicht auch nur eine Sekunde das Tageslicht sehen können, sind direkt in der Höhle, in der wir sie gezähmt haben, auch gleich wieder gestorben und landen damit hier auf unserem Friedhof, auf dem ja, also klar, ich habe schon mehr Tiere verloren, aber sowas wie hier diese Zuchtviecher und so, das zählt nicht. Also wenn ich die Tiere jetzt, ich sag mal, selber umbringe, so wie auch das Schaf gerade eben, würde ich einfach mal sagen, das zählt nicht. Es geht hier wirklich nur, hier liegen die Tiere, die halt in der Schlacht gestorben sind. Wobei Arthur ist ja, stand ja nicht dadurch, was er getötet wurde, ist einfach nur tot gewesen. Ich nehme mal an, dass der irgendwo durch die Welt gebackt ist oder sowas. Das lehrt uns, wenn wir ein Tier in einer Höhle zähmen, augenblicklich einfrieren. Nicht versuchen, das rauszureiten oder hinterherziehen zu lassen. Sofort einfrieren. Sonst funktioniert es nicht. Ich hoffe, dass euch dennoch die Folge gefallen hat. Ihr könnt mir wie immer an der Stelle gerne ein Like dalassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Arsa. Bis dann. Ciao, ciao.